Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Octopath Traveler. Oh mein Gott. So. Wir können jetzt Alfin Kapitel 3 machen. Wir könnten aber auch theoretisch hier nach Quellborn und Alberic machen. Na, ich denke mal, wir machen Alfin. Haben wir Alfin schon dabei? Wunderbar. Unser Team schon vollzählig. Wie steht's denn mit den anderen Typis? Was sind die denn für ein Level? ...35? Puh. Ja, Ferion muss einfach immer mit, ne? Tausch mal gegen Tressa. Denn Tressa weiß es besser. So, wir lauschen mal der Geschichte von Alfin. Was bisher geschah. Die tödliche Krankheit, die Goldstade heimgesucht hatte, war letzten Endes nichts anderes als ein Schwindel Vanessas. Einer Quacksalberin, die sich auf Kosten ihrer Patienten bereicherte. Aber Alfin setzte ihrem hinterhältigen Treiben ein Ende und heilte die Menschen aus reiner Herzensgüte. Achso. Du warst immer mein Held. Ein unerreichbares Vorbild. Aber ich will verdammt sein, wenn ich dir nicht täglich ein Stück näher komme. Nachdem er das Leid und die Schmerzen so vieler gelindert hatte, machte Alfin sich mit neuer Zuversicht nach Heiligenbrück auf. Er wusste nicht, was ihn erwarten mochte. Hoi. Hey. Hey, can you spare a scrap of food for a poor soul? Könnt ihr ein paar Essensreste für einen armen Seelenbären? As you can see, the snicks left me too injured to stand. Wie ihr sehen könnt, kann ich wegen der Verletzung nicht stehen. Show it to me. Ja, zeig mal her. The wound festers. If it isn't treated, you'll be dead before the next sunrise. Die Wunde eitert. Wenn sie nicht behandelt wird, erlebt ihr den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr. What? Was? You're one of them apothecaries, is that it? Ihr seid einer dieser Apotheker, nicht wahr? What's it to you? Was geht euch das an? Bloody hells, but the gods smile on me. Treat my wound and you can name your price. Verdammte Hölle. Die Götter meinen es gut mit mir. Versorgt meine Wunde und... Before that, answer me one thing. Bevor das passiert, antwortet mir auf eine Frage. Oh, of course, ask me anything. Ja, klar, was immer auch wollt, tun, ihr. Ne? Afraid you're out of luck, friend. Warum ist der Fokus so komisch? Tut mir leid, mein Freund. Ich fürchte, die Antwort ist... Nein. Your life isn't worth saving. Euer Leben ist nicht wert, gerettet zu werden. Wait, have some mercy! You can't just leave a man to die! Wartet, habt doch Erbarmen! Ihr könnt doch nicht einfach mich noch nicht einfach sterben lassen! Hold it! Moment! You're an apothecary, ain't you? How can you leave a man you examine to suffer? Du bist doch ein Apotheker, oder nicht? Wie kannst du einen Mann, den du untersucht hast, leiden lassen? And who in the hells are you? Und wer zum Teufel bist du wohl? Name's Alfin, and despite appearances, I'm a traveling apothecary myself. Ich heiße Alfin. Auch wenn es nicht so aussieht, bin ich ebenfalls ein reisender Apotheker. Fellow druggist, is it? Well, listen up. I'm a free man with the right to choose my patients. Mein Kollege, na dann nimm mal zu. Ich bin ein freier Mann und habe das Recht, mir meine Patienten auszusuchen. What's that supposed to mean? Was soll das denn heißen? Es heißt genau das, was ich gesagt habe. Some lives aren't worth saving. Manches Leben ist die Rettung nicht wert. Hä? Who does that jackass think he is?
Was glaubt dieser Blödmann eigentlich, wer er ist? You're an apothecary too, you said? Du bist auch ein Apotheker, sagst du? Sure am. And one who doesn't discriminate when it comes to those in need. Sicher bin ich das. Und zwar einer, der niemanden in Not diskriminiert. Lass mich mal die Wunde sehen. Much obliged. Sehr gerne. Hoppla. You're lucky I showed up when I did. There. That should give you a fighting chance. Du hast das Glück, dass ich hier entlang kam. So, das sollte dir helfen. But you ain't out of the woods yet. You'll need plenty of rest till it heals up. Aber du bist noch nicht über den Berg. Bis alles ausgeheilt ist, brauchst du noch viel Ruhe. Here, lean on me. Komm, stütz dich auf mich. You're far too kind. Du bist so freundlich. Vielen Dank. The name's Alfin. Just doing my job. Ha, ich heiße Alfin und ich mache meine Arbeit. Thank you. Ah, danke, Alfin. Ich heiße Miguel. Du hast mir das Leben gerettet. Nicht der Rede wert. Ruh dich einfach aus. Ich schaue später noch einmal mit etwas Proviant vorbei. Ich hörte, sollen die Trauben in dieser Gegend eine beliebte Speise sein. Als Getränk noch beliebter. Wenn du verstehst, was ich meine. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber nicht in deinem Zustand. Schön mit dem Finger drauf gezeigt. Wir können aber ein Gläschen trinken, wenn deine Wunde verheilt ist. Abgemacht? Ja. Ja, das gefällt mir. Ein guter Mann. Oh. Ach je, ich habe ja auch noch nichts gegessen. Mit leeren Magen soll man keine Medizin anrühren. Ich sollte einen Blick ins Wirtshaus werfen. Schon mal rein. Komm, wir plänkeln mal ein Stückchen. Also wirklich, wie kann er den armen Mann nur so dem Tod überlassen? Das ist eine gute Frage. Ein Mann, der Kranken und Leidenden den Rücken kehrt, hat kein Recht, sich Apotheker zu nennen. Wenn doch nur mehr Menschen so wären wie ihr. Wisst ihr, unter Händlern gibt es ein Sprichwort. Nimm keinen Lohn, wenn du einem Reisenden in Not hilfst. Hm? Nicht einmal die Händler berechnen etwas, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die in der Klemme stecken. Also, so etwas. Also sowas. Ihr Händler seid wohltätiger, als es den Anschein hat. Solltet ihr also jemals Probleme haben, dann wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Ach, Tress, ihr seid so gütig. Muss ich hier eigentlich noch irgendwas, Die Punkte sind in Ordnung. Provozieren könnte ich die alle. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch irgendwie Dinge tun muss. Speichern zum Beispiel. Das war der mit dem Quest, glaube ich. Wer das war, weiß ich nicht mehr. Gibt es gar kein Quest mehr. Noch in der Oberstadt. Ist nix mehr. Nix. Alle gefragt, alle belästigt. Da war ich eh schon dreimal. Moin. Düsterpfad, Gefahrenstufe 20. Ja, nee. Ach, das Wirtshaus. What's this now? Ganz schön belebt, nicht wahr? Hey, was ist denn hier passiert? Someone, help! Mein Sohn, er ist gerade zusammengebrochen. Ich habe schon jemanden geschickt, um Hilfe zu holen, aber ach, sieht ihn euch an, der stirbt. Let me take a look. Ich bin Apotheker, lasst mich ihn sofort ansehen. What? Was? Scheint kein Fall von Lebensmittelvergiftung zu sein. Aber was könnte es dann sein? Oh dear. Leidet euer Sohn an irgendwelchen Beschwerden oder Erkrankungen, gute Frau? No, no. Nein, nein, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Damn it all. Verdammt, denk nach, Alfin, denk nach. I'm coming in. Wo ist der Patient?
Oh. Du bist doch dieser Scharlatan von vorhin. You. Du schon wieder. Überzeug dich doch einfach selbst davon, ob ich wirklich ein Scharlatan bin oder nicht. Ich verstehe. Es scheint eine Art Kampf zu sein, der wahrscheinlich vom Essen verursacht wurde. Süße Erbsen könnten diese Reaktion bei manchen Personen auslösen. Das hier sollte helfen. Wow. Also, das ist ja wohl... Oh. Wo bin ich? Oh. Bei den Göttern. Oh mein! Ah, Tim, es geht dir wieder gut. Oh mein Herr, mir fehlen die Worte, euch zu danken. Just doing my job. Ja, ist schon gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Mein Name ist Ogen. Ich bin reisender Apotheker. Und ich nehme an, du hast jetzt gelernt, dass man über einen Menschen nicht urteilen sollte, solange man ihn nicht kennt. Tja, was soll's. Ich habe noch nie einen so guten Scharlatan gesehen. Aber davon darf ich mich nicht entmutigen lassen. Alright. In Ordnung. Mal sehen, wer hier sonst noch Hilfe braucht. Schon wieder plinkeln? Wir plinkeln noch eine Runde. So schnell werde ich nicht aufgeben. Das ist sicher. Ach, schon gut. Beruhigt euch, Freund. Der Junge ist gerettet worden. Das ist doch kein geringerer Trost, oder? Das bestreite ich ja auch nicht, aber trotzdem. Da selbst ihr Apotheker seid, solltet ihr seine Klugheit und sein Können gut einschätzen können. Ja, und ob? In meinem Beruf ist das ähnlich. Ich hatte die Ehre, bei vielen großen Denkern studieren zu können. Gelehrte, deren Scharfsinn und Wissen mich zweifeln ließen, ob ich jemals auf einer Stufe mit ihnen stehen würde. Was ihr nicht sagt. Sagt mir, was genau ging euch durch den Kopf, als euch das Ausmaß seiner Fähigkeiten als Apotheker bewusst wurde? Das Erste, was mir einfiel, war, oha, er ist etwas Besonderes. Doch dann dachte ich, versinkt nicht in Bewunderung, Alf. Ich muss so gut wie er werden, damit ich noch viel mehr Menschen helfen kann. Oho, also ist das eine ausgezeichnete Antwort. Ich sollte wohl aufhören, Trübsal zu blasen und mich ans Lernen machen. Das ist die richtige Einstellung. Ich wage zu behaupten, dass eure Hingabe euch noch weit bringen wird. Ja, ihr habt einen guten Weg gefunden und ich bin sicher, dass ihr niemals davon abkommen werdet. Alles klar. La, 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 la. Ich guck mal kurz in der Kathedrale, ob man hier irgendwo noch irgendetwas von irgendjemandem bekommen kann. Schätze nicht. Du da. Oh. At your set. Kann man hier noch was kaufen? Korb mit Pflaumen. Hm. Der hier hinten hat auf jeden Fall was zu kaufen. Unverkäuflich. Unverschämt, wenn du mich fragst. Da muss man den echt klauen. La, 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 la. So, dann gehen wir halt nochmal hier unten gucken. Erkundige mich erstmal. Ein Forscher, der täglich die Wasserqualität in der Region überprüft. So hofft er, die Rückkehr einer ansteckenden Krankheit verhindern zu können, die vor einigen Jahren im Fluss ihren Ursprung hat. Er denkt, dies sei das Einzige, was er für seine verstorbene Frau noch tun könnte. Botschaften von älteren Freunden. Oh! Huch, wo waren die beiden alten Damen? Länger nicht hier. Ich sollte nachsehen, ob sie nicht etwa krank im Bett liegen. Was? Hm. Wer? Wer? Ich weiß gerade echt nicht, wer. Gehen wir mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wen er meint. Eine alte Witwe, die still für sich lebt. Sie war nie sehr kontraktfreudig. Kontrakt. Und als ihr Mann starb, blieben noch weniger Menschen, mit denen sie sprechen konnte. Eines Tages lernte sie auf einem Spaziergang jedoch eine Frau ihres Alters kennen. Die beiden befreundeten sich schnell an und sie war wieder glücklich. Alte Frau im Südosten? Thank you. Vielen Dank, mein guter Junge. Endlich kann ich meine beste Freundin wieder besuchen. Huch,
alles, was ich gerade erfolgreich mache. Ja, komm mal hoch. Alte Frau im Südosten. Hä? Warum habe ich diese Information bekommen? Diese alte Frau lebt schon seit vielen Jahren in dieser Stadt. Ihre sture Persönlichkeit hindert sie daran, Vertrauen zu anderen Menschen zu fassen. Deshalb ist sie dankbar für ihre gute Freundin, die an ihrer Seite bleibt, auch wenn sie ihre Dankbarkeit nicht in Worte fassen kann. Alte Frau Nordwesten. Danke sehr. How are you holding up? Hier bitte, damit wird es euch viel besser gehen, gute Frau. Thank you. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Nicht der Rede wert. Und haltet euch schön warm, ja? Ei. Ja, das werde ich. Dem Himmel sei Dank, jetzt kann ich endlich wieder Trauben pflücken. Trauben? Da ihr gerade von Trauben sprecht, wisst ihr zufällig, wo ich eine gute Flasche Wein bekommen kann? Ich habe meinem neuen Freund Miguel versprochen, mit ihm anzustoßen, wisst ihr, und Are you all right? Ist denn alles in Ordnung, gute Frau? How can this be? Ihr seid mit Miguel befreundet? Mit diesem dreckigen Dieb? Dieb? Ja, genau. Und das ist nicht alles. Er ist außerdem noch ein gewalttätiger Räuber. Wie ich hörte, schlich er sich ein hiesiges Anwesen. Und als der Diener ihn entdeckte, erstach Miguel den armen Mann. Seitdem wird er von der örtlichen Miliz gesucht. Aber sie haben noch keine Spur von ihm. Er stammt nicht von hier, wisst ihr? Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, haltet euch lieber fern von ihm. Ich finde es aber trotzdem richtig, Miguel zu helfen. So we meet again. So sehen wir uns also wieder. Sorry, no time to chat. I have Entschuldige, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ein Patient wartet auf mich. Ich hoffe, du hast nicht vor, das Leben dieses Gauners zu retten. So you knew. Du wusstest es also? I did. Ja, genau. Er behauptete, ein bescheidener Bauer zu sein, aber der unter seinem Mantel verborgene Dolch verriet etwas anderes. An ihm klebte viel mehr Blut als nur das aus seiner Wunde. Und seine nervösen, zuckenden Augen gereichten ihm auch noch als Vorteil. Ich merke gerade, dass ich immer wieder den Text habe. Ja, es war eindeutig, warum er seine Wunde nicht behandelt. Er war auf der Flucht. Still. Aber trotzdem. Because someone's a thief, that means you leave them to die. Muss man jemanden sterben lassen, nur weil er ein Dieb ist? I said it once and I'll say it again. Some lives are worth saving. Ich habe es einmal gesagt und ich sage es erneut. Not so much. Manche Leben sind es wert, gerettet zu werden, andere aber nicht. Bollocks! Schwachsinn! We're apothecaries, not gods. It ain't our place to judge. Wir sind Apotheker, keine Götter. Wir haben nicht das Recht zu urteilen. We have a duty to help anyone who needs us. Am I wrong? Es ist unsere Pflicht, jedem zu helfen, der uns braucht. Habe ich nicht recht? Show me one of your tonics. Zeig mir deine Tränke. Huh? Hä? Warum? Call it curiosity. I want to see your skills for myself. Nennen wir es Neugier. Ich möchte mich von deinen Fähigkeiten überzeugen. Well, if you insist. Here, looking's free. Wenn du darauf bestehst. Hier, gucken kostet nichts. It is unrefined, but adequate. Made with talent and confidence. Es ist nicht raffiniert, aber angemessen. Mit Können und Zuversicht hergestellt. Hear me, Alfin. Hör zu, Alfin. I can see the passion in your eyes, so I'll not mince words. Ich sehe die Leidenschaft in deinen Augen. Daher werde ich kein Blatt vor dem Mund nehmen. Lass den Mann sterben. You can't. Das kannst du doch nicht. Before you act, ask yourself what it truly means to save a man's life. Bevor du handelst, frag dich bitte, was es wirklich bedeutet, ein Menschenleben zu retten. Especially the life of a killer. Insbesondere das Leben eines Mörders. Oh, eine sehr philosophische Frage. Oh, schwierig. I should go back and check up on Miguel.
Ich sollte jetzt besser gehen und nach Miguel sehen. Ey, das ist aber ein harter Tobak. Helfen oder nicht helfen? Wir gehen erstmal speichern. Hören uns die Geschichte beim nächsten Mal etwas weiter an. Ich denke, dass wir dann auch noch in ein neues Gebiet reinkommen werden. Vielleicht in das Versteck von Miguel? Ich habe keine Ahnung. Ich schauen wir uns mal in der nächsten Runde. Ich sag erstmal tschüss. Bis dahin.